Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir sind immer noch auf dem Flugzeug. Ich gucke gerade, wie wir am besten unverletzt runterkommen. So. Ja. Und werden dann unseren Weg fortsetzen, sobald ich ihn finde. Da hinten. Ja, was leuchtet uns denn da so schön an? Ah ne, von da kommen wir. Dann müssen wir da hin. Dumm. Entschuldigung. Huch. Eine Leuchtfackel. Warum lag da eine Leuchtfackel rum? Oh, speichert. Ja, danke schön. Jetzt verschlucke ich mich auch noch. An mein. Bist du ein kleiner Wichser? Ja, du bist ein kleiner Wichser. Menschenskinder. Nein! Wisst ihr was? Ha! Habe ich euch ausgetrickst. Ich kann das auch. Ah, da ist noch einer. Der hat gewartet. Ich wollte nur das Fass mir angucken, weil das gerade so schön schwummerig war. Da blinkt irgendwas und da hinten ist Licht. Und wir gehen gleich am besten ins Licht. Jagdgewehr-Muni. Einmal im Licht baden und nicht mich verschlucken. Moment. Da bin ich wieder. Wie viel haben wir denn jetzt fürs Jagdgewehr? 8. Wir bleiben mal noch bei der kleinen süßen Flinte. Da hinten war Licht. Da. Dort gehen wir jetzt mal hin. Das ist das Haus. Hier schon wieder so schwummrig. Also kommt hier gleich jemand, richtig? Passt. Ah! Müsst ihr mich eigentlich immer so erschrecken? Ja, du musst damit rechnen. Die kommt von dieser Ecke. Menschenskinder! Oh, du willst! Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe! Du hast einen Zettel am Arsch. Bitte treten dich. Aber sie kam von vorne! Wer doch wohl von vorne? Anscheinend. Oh nein! Jetzt. Haut doch ab! Nein! Ah, du bist so eine Bitch. Eine Bitch bist du, eine Bitch bist du. Und Alan kann man wieder nicht rennen. Bist du? Menschenskinder. Ihr geht mir so auf den Sack. Und ich hab nicht mal einen. Also ist das euer Problem. Kinders, ihr regt mich auf. Eure Mutter kann nicht mehr. Das war ein Scherz. Oh, Gott im Himmel. Och nö. Oh da. Och nö. Oh da. Ich hasse das. Dankeschön. Kann ich
Kann ich das mal abmachen? Vielleicht kommen sie dann nicht mehr. Zumindest hier. Geh aufs Mühlendach. Ja, ich steig euch gleich aufs Dach. Weißt du jetzt, woher der Spruch kam? Wusste ich schon vorher. Mhm. Dann weißt du, wo ich war da. Ja, das weißt, dann weißt du, wo ich jetzt bin. Ja. Allein durch meinen Ausspruch. Ah, Ellen? Nicht geh da drauf, hallo? Nicht wieder springen. Oh. Das ist eine Leiter. Oh nein, das war nur der Balken. Ich dachte, das wäre der Kopf von einem... Nein, der drauf kommen kann. Was? 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 Ja, es gibt... Es gibt immer wieder. Muss da drüber. Wohin nur? Wohin nur? Wohin nur? Wo? Jetzt geht er um die Ecke. Oh. Nicht rein, du Wichser! Dann hättest du da runter gedrückt. Wichser, 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 Wichser! Ich bin wie so ein Quietschhände. Wichser, 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 Wichser! Genau. Oh, ich hasse das. Ich hasse sowas. Hab ich das schon mal gesagt? Nein. Menschenskinder. Höhenangst und Angst vor sowas. Jetzt lasst mich in Ruhe. Nein. Da ein. Ja, dann kannst du da rum. Jetzt. Entschuldigung, Ellen. Bin ich richtig? Ja, anscheinend. Ah, ja. Da geht ins Wasser, okay. Ich möchte aber nicht schwimmen. Du kommst da rein. Nein, das war schon richtig da. Dann darf ich. Ich hab dich gesehen, du warst gar nicht offensichtlich. Das ist immer offensichtlich. Ich habe mich doch nur umgeguckt. Was? 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 Was da? Ja! Jetzt weiß ich endlich wieder, wo ich bin. Ich sag ja, ich bin gespoilert. Boah, wie kann man nur so schwitzige Hände haben? Ja, Spiel Alan Wake, Spiel Murder Soul Suspect, das ist auch ein Spiel. Silent Hill 7. Und du sagtest, dieses Spiel sei völlig entspannend. Nein. Ist entspannend. Nein. Das fand ich echt entspannend. Ich finde das nicht entspannend. Du kannst da so schön rumrennen, alles erkunden. Zwischendurch kommt man Gegner. Ach doch. Ich finde das nicht entspannend. Ich fand das nicht mal entspannend bei dir, als ich zugeguckt habe. Wohl bemerkt, nur zugeguckt. Liegt hier nichts für mich? Hä? Wir tanzen da oben, dann hat er sie unter dem Trampolin. Dann hat er sie gerade runtergeworfen und ist gleichzeitig aufgesprungen. Wir sind beide wieder auf den Podest. Ellen! Ich hab nichts gedrückt! Das macht er so oft, ich weiß nicht wieso. Das Statt Holzlager habe ich Holger gelesen. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ich habe gerade eine schlimme Feststellung gemacht. Ach so. Das musste ich jetzt. Ich hab gerade gefragt, was denn? Du warst dabei. Live und in Farbe. Ja, so hör ich zu. Ich bin seit 6 Uhr wach. Ja, ich habe euch gesehen im Wohnzimmer. Ich war nämlich eine Stunde später auf Toilette. Da hast du uns gesehen. Ja. Habe ich euch sitzen sehen im Wohnzimmer? Nein, Ellen. Nein. Hallo? Nur weil ich die Kamera verrissen habe, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Kleines Wichskind? Ist klar, warum ihr keine Kinder kriegen könnt, oder? So dumm wie Stroh, wie du bist? Hä? Ja. Ellen! Jetzt geh von diesem blöden Holz weg! Von diesem blöden Haken weg! Kinders! Ja. Treten. Ellen, wag es. Da muss ich jetzt rauf oder was? Ja. Ah. Warum bringen Sie das Lied? I don't know.
Weißt du, welches Lied das ist? Nein. Moment, ich lasse eben vorlesen. Dann sage ich es dir auf Kamera. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrums angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders. Als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Oh mein Gott, die Vögel. Ja. Warum muss ich eigentlich schon wieder niesen? Oh, eine Thermoskanne. Ja, und jetzt? Das ist nur ein Fenster. Ah, Leiter. Das macht sie nicht. Das macht sie nicht. Da passiert nichts. Wirklich. Man hat die Maus gesehen. Ist hier nichts für mich? Doch, die würden sie töten. Ja, tun sie aber nicht. Hoffen wir, wenn sie am Ende nicht erwischt haben. Es speichert. Die Dunkelheit trägt ihr Gesicht. Yes. Ich musste erst Wares lesen. Vorsicht, lose Äste. Gut zu wissen. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Nein, ist er nicht. Ich dachte, das hat er schon mitgekriegt. So, das war's mit dir. Nee, das wird nicht lange so bleiben. Und mit weißt, wo du bist. Dem einen. Jetzt wird's lustig. Oh nein. Dafür hast du die ganze Muni gefunden. Oh nein. Das heißt nichts Gutes. Was blinkt denn da? Nochmal Muni. Da drinnen. Wie kommen wir nur da rein? Irgendwie ging das. Da. Ich wollte sagen, da wo es offen ist. Oh, ein Jagdgewehr. Happy Birthday, jetzt haben wir 13 Schuss. Ich will trotzdem noch die. Jetzt lustig. Oh, bitte nicht. Werde ich oft sterben? Kann passieren. Ich habe ja gerade erst gespeichert. Ich möchte doch einfach nur mal Frieden haben. Friede sei mit euch, wir haben bald Weihnachten. Also falls ihr, wenn diese Folge hochkommt, ist natürlich kein Weihnachten mehr, aber dann könnt ihr euch denken, ich nehme das alles vor Weihnachten auf. Das ist ein Berg. Wie war denn das nochmal? Ah, so. Ellen. Ellen? Ist das? Eine Kiste. So eine Leiter. Warum habe ich die gerade nicht gesehen? Jetzt nimm die doch. Du konntest sie doch gerade nehmen. Beck spürt das Dunkel. Die Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Die Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Oh, das heißt nichts Gutes. So, Alan, jetzt aber. Hoppla! Das war wohl nix. Oh, Alan! Zu dumm
zum Scheißen! Du bist ein Mixer, so ein Mixer, so ein Mixer. Oh, dankeschön. Moni, bitte! Da lag eben irgendwas. Ich hab's gesehen, aber ich weiß nicht wo mehr. Muss ich jetzt hoch oder runter? Hoch. Also nicht da, unten, sondern da. Bringt dir wenig. Sicher? Ja. Okay. Da bin ich nämlich hingegangen. Okay. Das ist eine Sackgasse. Okay, aber da liegt auch nichts für mich. Aua. Den Dinger musst du ausweichen. Ja. Siehst, wie klasse ich das kann. Ich sehe euch, Wichser! Tschüss, ihr Bitches! Jetzt tritt doch, du Missgeburt! Ich kann ja auch nicht. Ah! Mensch, jetzt Kinder! Nachladen! Oben kommen noch mehr. Ich will wieder nach Hause, Ellen. Bist du damit einverstanden? Wir gehen nach Hause. Scheiß auf deine Ehefrau. Scheiß auf Barry. Wir gehen nach Hause. Das ist nämlich das, wo ich auch so einen Spaß hatte oben. Aha. Ich fand das ganze Spiel ja entspannt, aber diese eine Stelle, da habe ich mich sowas von aufgeregt. Du musst aufpassen auf die Flitzer. Ja, Flitzer. Gleich, wenn du da durch das Tor gehst, da musst du auch. Vorsicht, man könnte fallen. Hoffentlich fällt man. Wenn du gleich durch das Tor gehst, da musst du aufpassen. Ja. Ellen? Können wir das schaffen? Nein, wir schaffen das nie. Ich hatte da auch Spaß. Ich habe das, glaube ich, dreimal gemacht. Campingground. Und wenn ich das schon dreimal machen muss. Oh nein, das ist das. Ja. Nein, das ist das. Oh nein. Zuerst die Großen. Ich weiß, was erledigen, die dich vorher. Die Kleinen sind zwar ätzend, du musst ein Auge immer auf die haben. Ich weiß. Wie bei Rusty. Nein. Immer in Bewegung bleiben, nicht lange stehen bleiben. Hast du noch, Dingskugeln? Was? Einer ist erledigt. Wie heißt das Zeug? Was man auf dem Boot, wenn das Boot untergeht? Ja, hab ich. Wie damit? Lauf weg. Boah! Und der Wechselwaffe. Erstmal muss ich. Bei denen. Wie viele Kugeln schluckt er denn? Sieben Kugeln hat er jetzt geschluckt. Am besten immer Schrot. Jetzt ist es zu spät. Ja, wenn du einen großen hast, nimmst du immer am besten Schrot. Das vertragen die nicht gut. Bisher haben die doch immer nur vier Kugeln schlucken müssen. Großen nicht. Bisher haben die immer vier Kugeln bei mir schlucken müssen. Die werden immer stärker, dafür musst du bedenken. Oh, ich hasse dieses Prinzip von Spielen. Und es kommt halt darauf an, wo du hinschießt. Ja. Wir gehen campen. Jetzt kriege ich auch Hunger. Mhm. Bitte eine Lichtquelle, bitte. Ah, danke schön. Speicher. Ja, meine Rettung. Schnauze. Wir werden jetzt eben an das Spiel beenden und die zu Ende reden lassen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an.